machen wir jetzt hier weiter bei Pearl TV und was kann das sein in der heutigen Zeit? Es geht um Solarenergie, um Solarstrom und das ist momentan in aller Munde. Ich rede da auch gerne drüber, weil es einfach super praktisch ist, hier sich ein bisschen Unterstützung zu holen. Und wir haben hier eine Fensterbank-Solaranlage für Sie. Wir haben sogar zwei Stück mit verschieden viel Speicherkapazität, das werden wir Ihnen zeigen. Und dann haben wir auch noch unsere Solargeneratoren, die wir Ihnen auch in dieser Sendung zeigen. Also alles rundum schön sparen und das wollen wir doch alle zurzeit. Und wie das genau funktioniert und wer das alles kann, das kann nämlich sogar jeder hier mit der Anlage, das zeigt uns Ingo. Ja, Solarstrom ist in aller Munde und da will jeder dran teilhaben. Jeder will Teil an der Energiewende sein und vor allem auch Strom selber erzeugen. Ja. Das kann jetzt jeder. Wir haben nämlich eine Fensterbank-Solaranlage. Lassen Sie sich das Wort mal auf der Zunge zergehen. Fensterbank-Solaranlage. Alle Leute, die Solaranlage haben wollten, brauchten bis jetzt einen Balkon oder ein Dach oder große Fläche. Schauen Sie mal, was wir hier haben. Ja. Wir haben eine Fensterbank-Solaranlage. Wir haben ein Solarpanel mit 60 Watt. Und dann haben wir hier in der Mitte, Sie sehen das, das kleine Rote, ist unser, ja, unser Wandler, der also diesen Solarstrom in handelsüblichen Strom verwandelt, sage ich mal. Und es ist gleichzeitig noch ein Stromspeicher. Das heißt, der Strom steht Ihnen dann nicht nur, während die Sonne scheint, zur Verfügung, sondern eben auch mal im Dunkeln nachts kann man hier dann seine elektrischen Geräte betreiben. Und das ist jetzt mal was richtig Tolles, weil Sie können jetzt hier Geräte an der 230-Volt-Steckdose, die hier übrigens dran ist, mit bis zu 100 Watt belasten. Schauen Sie mal auf Ihre elektrischen Geräte, da ist immer so ein kleiner weißer Aufkleber drauf, da steht, wie viel Watt die brauchen. Reicht völlig aus hier, wie wir das hier bei uns mal aufgebaut haben, ganz einfach mal einen Laptop ranzuhängen, ein paar Bürosachen und eine Fensterbank, sage ich mal, hat nun wirklich jeder. Und dann werden Sie in den, wir nennen das Marmeladeneffekt, den werden Sie spüren. Das ist nämlich so, die selbstgemachte Marmelade schmeckt immer am besten. Und genauso ist das hier mit dem Strom. Der selbstgemachte Strom schmeckt immer am besten. Sie kennen das ja. Sie fahren so, wenn Sie mal über Land oder durch die Stadt fahren, gibt es unglaublich viele Leute, die schon Solaranlagen auf dem Dach haben. Das sind riesengroße Anlagen, die 10, 20, 30, 40.000 Euro kosten. Sie können jetzt dran teilhaben, auch wenn Sie in einer Mietwohnung wohnen. Weil ein Fenster hat nun wirklich jeder. Ganz einfach, wie wir das hier gemacht haben, einfach unter der Fensterbank anschließen und dann erzeugen Sie Ihren eigenen Strom. Das ist ja, im Prinzip ist das ja ein Solarkraftwerk sogar. Ein richtiges Kraftwerk sogar. Reden wir ganz kurz bitte mal eben über das Solarpanel. Natürlich sollte ein Solarpanel wind- und wetterfest sein, das ist klar. Das hat dieses auch. Das heißt Temperaturunterschiede, mal eine Hagelschauer, mal eine kräftige Regenschauer. Wir haben April, das kommt schon mal vor. Hält das ohne weiteres aus? Ne? Das hält das ohne weiteres aus und hier haben wir eben ein 60 Watt Solarpanel, das ist auch sehr klein, so gut 75 mal 45 Zentimeter. Und ich sag mal, dafür ist wirklich überall Platz. Sie kriegen das Kabel, das stecken Sie ganz einfach in diesen kleinen Energiespeicher rein und können dann hier an dem Energiespeicher, wir sehen die verschiedenen Anschlüsse, die wir da dran haben. Wir haben also, hier wird das Kabel einfach reingesteckt, da brauchen Sie auch nichts zu löten, nichts zu messen, nichts, gar nichts machen. Und dann haben wir hier eben den 12-Volt-Anschluss, wir haben den 230-Volt-Anschluss und noch ein paar USB-Anschlüsse. Insgesamt kann ich hier sogar 180 Watt rausnehmen, aber die 230 Volt Steckdose liefert Ihnen jetzt 100 Watt. Und wir haben hier mal einen Laptop angeschlossen. Das wird jetzt hier von diesem kleinen Gerät mit Strom gespeist. Ja. Und das können Sie auch machen. Schauen Sie sich das mal an. Für, ja, ich sag mal, gut 150 Euro können Sie Ihre eigene Solaranlage anbringen bei sich zu Hause. Einfach unter ein Fenster das Solarpanel. Kabel ist auch schön flach, geht durchs Fenster. Stecken das rein und dann steht Ihnen dieser Energiespeicher zur Verfügung. Jetzt müssen wir noch mal kurz darauf eingehen, wie wir zu diesem Preis kommen. Ja, Sie haben die zwei verschiedenen Artikelnummern und die zwei verschiedenen Preise eingeblendet gesehen. Und da kommt uns der Gesetzgeber seit einigen Monaten dann doch sehr entgegen. Wenn ich sage uns, dann bedeutet das natürlich den Privathaushalten, speziell dann, wenn es um das Thema Photovoltaik geht. Also der Gesetzgeber unterstützt quasi den Kauf von Photovoltaikanlagen, indem es mit gewissen Fällen also die, tatsächlich die Möglichkeit gibt, auch mal mit 0% Mehrwertsteuer zu bestellen. Und das bedarf natürlich einiger Voraussetzungen, die Sie erfüllen sollten. Einfach formuliert, bestellen Sie mit 19% Mehrwertsteuer so, wie Sie es aus den letzten Jahren heraus
kennen, wenn Sie eine solche Photovoltaikanlage mobil einsetzen möchten. Das heißt mal im Campingbereich, im Ferienhäuschen, im Schrebergärtchen zum Beispiel. Wir fassen das noch mal kurz für Sie zusammen. Oder natürlich für den gewerblichen Einsatz. Dann bestellen Sie bitte, wenn diese Einsatzmöglichkeiten für Sie interessant sind, wie gewohnt mit 19% Mehrwertsteuer. Jetzt wird es aber wesentlich interessanter und deswegen kommen wir hier auch auf einen unglaublich günstigen Preis. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, eine solche Photovoltaikanlage mit 0% Mehrwertsteuer zu bestellen. Die bestellen Sie bitte dann, wenn es um private Wohngebäude geht und ich glaube speziell um den festen Einbau an privaten Wohngebäuden. Und ich glaube, es gibt keinen festeren Einbau, als ein Solarpanel am eigenen Haus an der Fensterbank zu befestigen. Ginge theoretisch gesehen auch in angrenzenden Objekten, sprich Garage, Carport oder auch mal ein Gartenhäuschen. Und bitte die Gesamtleistung Ihrer Photovoltaikanlage sollte 30 kW nicht überschreiten. Aber da sind wir bei dieser Anlage dann doch noch ein paar Schritte von entfernt. Sollte diese Voraussetzung für Sie gegeben sein, dann können Sie diese komplette Anlage dann auch gerne mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Unabhängig von diesem preislichen Vorteil, den wir dem Gesetzgeber, dem Jahressteuergesetz, zu verdanken haben, bekommen Sie von uns natürlich noch so eine Art Einführungspreis, denn das System ist noch relativ frisch bei uns im Programm. Nutzen Sie das aus, da sparen Sie natürlich jetzt beim Bestellen noch mal zusätzlich und ordentliches Geld dazu. Und ich finde es klasse, dass man jetzt hier seine elektronischen Geräte, und ich glaube, jeder hat irgendwo einen Computer oder vielleicht mal einen Drucker oder einen Scanner oder irgendein anderes elektronisches Gerät, speziell also auch mal gerne in einem Büro oder vielleicht auch mal in einem Jugendzimmer stehen. Solche Geräte kann man jetzt ganz einfach mit dem eigens produzierten Strom dann auch gerne betreiben. Und wie wir alle wissen, ist die Sonne als Energielieferant kostenlos. Ja, du kannst sogar, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Du darfst, wenn du das Solarpanel fest eingebaut hast, diese 0% Mehrwertsteuervariante gewählt hast, kannst du diesen Energiespeicher natürlich auch noch bei dir auf dem Grundstück mit hin und her nehmen. Das heißt, der Sommer kommt jetzt. Mein Gott, es ist so schön, mal draußen zu sitzen und vielleicht seinen Laptop mitzunehmen. Dann kann man den hier mit dem Strom versorgen, den man tagsüber gesammelt hat. Abends sowieso, das ist halt das Tolle, dass wir hier einen Speicher dabei haben, dass Ihnen der Strom mobil, sage ich mal, also auch wenn Sie nicht am Solarpanel hängen oder wenn das Solarpanel keinen Strom liefert, weil es dunkel ist, dass Ihnen der Strom auch dann zur Verfügung steht. Und wir haben jetzt wirklich einen TV-Sonderpreis, wo Sie nochmal fast 30 Euro sparen im Vergleich zu unseren Pearl.de oder Katalogkunden. Unser Einführungspreis für Sie ist 169,90 €. Ja, und hier sehen Sie jetzt natürlich auch eingeblendet die zwei Varianten mit den zwei Bestellnummern. Mit der 0% Mehrwertsteuervariante wäre das einmal die Bestellnummer, die MB1035 und die 569. Und jetzt kann wirklich Ihr Traum einfach wahr werden, weil vielleicht haben Sie keinen großen Garten oder auch kein riesiges Dach, wohnen vielleicht auch einfach zur Miete. Und hier kann man dann einfach die Fensterbank nutzen. Und ich finde das super clever, dass man hier die Sonnenenergie sich zu Nutzen machen kann. Jeder hat, denke ich mal, eine Fensterbank. Und das ist doch jetzt wirklich hier die perfekte Lösung. Das auch noch zu diesem wunderbaren Preis. Also nicht lange zögern, am besten direkt bestellen. Weil jetzt beginnt es ja wieder, der Sommer kommt und die Sonnenstunden werden immer länger. Und dann haben Sie hier einfach Ihren eigenen Strom. Da kann man dann auch richtig stolz sein. Aber ich habe es Ihnen schon gesagt am Anfang der Sendung, wir haben jetzt auch noch eine Variation mit ein bisschen mehr Speicherplatz und die zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, das ist unsere größere Fensterbank-Solaranlage. Ich finde das Wort immer noch gigantisch. Fensterbank-Solaranlage. Das haben wir jetzt so ungefähr 2 Wochen und die werden uns wirklich aus den Händen gerissen. Weil es gibt ja wirklich sehr viele Leute, die in einer Mietwohnung wohnen, die keinen Balkon haben, die keinen Garten haben, aber trotzdem jetzt eben hier Solarstrom erzeugen und nutzen können. Das ist hier unser größeres Modell. Bei dem vorherigen konnten Sie Geräte bis zu 100 Watt anschließen an die 230 Volt Steckdose. Hier haben wir tatsächlich 600 Watt und das ist schon mal sehr, sehr viel Strom. Das reicht dann vielleicht auch schon mal für Gartengeräte. Schauen Sie einfach mal nach, was Ihre Geräte brauchen. Aber ich weiß, dass unsere Heckenschere, die wir hier haben, die hat, glaube ich, 600 Watt. Die kannst du locker damit betreiben. Kannst du ganz locker damit betreiben. Ja. Ne? Und das ist das Tolle, dass wir jetzt hier Strom für diese auch größeren Geräte erzeugen können. Ja. Auch hier haben wir wieder einen Stromspeicher drin. Das heißt, Sie können den Strom natürlich auch dann benutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Oder wenn Sie es mobil mal mit in den Garten nehmen wollen. Hier mit diesen 0% Mehrwertsteuern können wir Ihnen einen unglaublichen Preis machen. Nicht nur jetzt durch diese 0% Mehrwertsteuer, aber auch noch, und da bitte ich Sie ganz besonders darauf zu achten, hier durch unseren TV-Sonderpreis. Das ist noch unser Einführungspreis. Sie sehen, der Preis bei Pearl.de oder bei unseren Katalogkunden ist deutlich höher. Wir haben hier die 0% Mehrwertsteuer-Variante mit 369,90 €.
Wir haben bei, die gleiche Variante kostet bei uns im Katalog oder bei Pearl.de 436,97 Euro. Da spart man richtig Geld und da springen die Leute jetzt auch drauf auf diesen Zug, weil es jetzt möglich ist, wirklich für jeden seine eigene Solaranlage aufzubauen. Das ist einfach fantastisch. Es macht natürlich einfach Spaß und zwar nicht nur durch die Tatsache, dass wir hier also eine Steckdose zur Verfügung haben, die Ihnen quasi den Strom, den Sie eben nicht an Ihren Versorger bezahlen müssten, auf dem Silbertablett serviert. Sie sehen natürlich auch auf der anderen Seite sind auch weitere Steckplätze. Das sind die ganzen USB-Steckplätze, die Hohlsteckeranschlüsse und so weiter. Dieser kleine Adapter auf 12 Volt, den Sie gerade eben bei dem Gerät schon gesehen haben, ist natürlich auch hier mit dabei. Das heißt, alles das, was man so im elektronischen Kleingerätebereich immer ganz gerne mal mit Strom versorgen möchte, auch dann, wenn man zum Beispiel ganz einfach mal mit dem Smartphone irgendwo auf der Hollywood-Schaukel im eigenen Garten sitzt und der Strom wird knapp, was das Gerät betrifft, dann nimmt man sich so einen Energiespeicher ganz einfach mal genau dort mit hin und kann das natürlich an Ort und Stelle ganz einfach wieder mit Strom versorgen. Und bei einer klassischen Photovoltaikanlage, wenn Sie vielleicht bei Ihrer Recherche auch schon festgestellt haben, dann meine ich jetzt die etwas größeren Anlagen auf dem Dach, sind Speicher, Stromspeicher, immer ein sehr, sehr kostspieliges Vergnügen. Das heißt, immer dann, wenn dann quasi abends die Sonne untergeht, nützt Ihnen die beste Photovoltaikanlage nichts mehr, es sei denn, Sie haben einen entsprechenden Speicher und den bekommen Sie hier quasi auch noch mit dazu. Also nicht nur einen Wandler, der quasi die Sonnenenergie in nutzbaren Strom verwandelt, sondern gleichzeitig auch noch einen Stromspeicher, den Sie dann eben auch in den Abend oder auch in den Nachtstunden dann gerne noch verbrauchen können. Und aktuell sind wir, glaube ich, mit Strompreisbremse, Pi mal Daumen, so bei 40 Cent pro Kilowattstunde angekommen. Und wenn man sich da mal überlegt, was alleine mal so ein Rechner jetzt hier übers Jahr verteilt, was mal die ganzen Handys, die ganzen E-Book-Reader und so weiter, was die so alles an Strom brauchen, wenn man die Akkus wieder aufladen möchte, da kommt schon einiges zusammen. Und wenn ich mir das quasi sparen kann, weil ich meinen eigenen Strom produziere, ist das sicherlich für den einen oder anderen mehr als attraktiv. Und ich glaube, der Platz unter einer Fensterbank ist ein ungenutzter Platz und es behindert das Fenster auch nicht. Du siehst es von innen eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und so ist der Platz unter der Fensterbank mal wirklich auch sinnvoll genutzt. Ja, die sind ja auch schick. So ein Solarpanel ist ja heute auch ein Statussymbol irgendwo. Man guckt ja wirklich neidisch auf Leute, die diese Solarpanel an ihrem Haus, bei an ihrem Grundstück so irgendwo so haben. Man denkt immer so, Mensch, der ist clever. Ja. Gerade in den letzten Tagen. Ja. Es war so ein fantastisches Wetter, so rund um die Karwoche hatte ich so das Gefühl, also die Sonne hat uns regelrecht verwöhnt. Ja. Und da sieht man natürlich dann doch häufiger dann schon mal die ganzen Solarpanel. Natürlich ist man so ein bisschen sensibilisiert, allein auch hier bei uns hier aus beruflicher Sicht, aber es ist Ihnen mit Sicherheit auch schon mal aufgefallen. Und gerade wenn dann die Sonne rauskommt und es wird ja jetzt immer mehr so ins Frühjahr hinein, ja, dann weiß man natürlich ganz genau, jeder, der ein Solarpanel irgendwo auf dem Dach oder wie vielleicht in der Zukunft bei Ihnen am Fensterbrett hängen hat, da wird ganz einfach der eigene Strom produziert. Das ist clever, das ist nachhaltig und vor allen Dingen spart es Ihnen eine ganze Menge Geld. Es spart Ihnen eine ganze Menge Geld. Das heißt, diese Anlagen amortisieren sich ja auch über die Zeit. Und das sind jetzt Anlagen, die wir Ihnen hier zeigen. Das Solarpanel, das wird viele, viele Jahre Ihnen Freude machen und der Speicher auch. Ja. Die sind dafür ausgelegt, dass man die viele, viele Jahre benutzen kann. Und diese Mobilität, die man dadurch gewinnt, eben, dass man das sogar bei der 0% Mehrwertsteuervariante mal mit in den Garten nehmen kann, mal mit, egal wo man halt Strom benutzt, kann man hier diesen Strom, den man, ich sag mal, umsonst erzeugt hat, benutzen. Und das hier mit dem Gerät, guck hier. Ja, wiegt fast nichts, ne? Nee, also das kann man ohne weiteres mal mitnehmen. Das ist wie so ein kleines Köfferchen. Der Henkel ist auch noch mit dran. Zur Not haben Sie hier vorne dann sogar noch einen kleinen Scheinwerfer mit dran, den Sie eben auch noch mal zuschalten können, wenn Sie vielleicht in einer dunklen Ecke unterwegs sind. Also eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die wir Ihnen hier ganz einfach mit anbieten. Sieht doch noch schön aus. Wir haben es natürlich jetzt genau mittig ins Fenster gestellt. Natürlich würde ich das bei mir privat zu Hause wahrscheinlich eher an die Seite stellen. Ja. Aber alles in allem, die Möglichkeit haben wir ja, ne? Ja, und es kommt alles, was Sie brauchen, dazu. Sie brauchen also nichts irgendwie auszurechnen, auszumessen, sonst irgendwas. Sie stecken ganz einfach das Solarpanel vorne in diesen Energiespeicher ran und schon steht der Ihnen zur Verfügung. Wie Sie wollen hier mit den 0% Mehrwertsteuern, ist eine fantastische Idee, weil so eine Fensterbank hat jeder. Ich kenne keine Wohnung, die kein Fenster hat. Und dann kann man das hier ganz einfach anbringen, verbinden und schon steht einem der Strom zur Verfügung. Ja, das ist eine richtig clevere Sache. Also werden Sie doch auch ganz einfach stolzer Besitzer Ihrer Fensterbank-Solaranlage. Und hier natürlich auch wieder mit den zwei Bestellnummern für Sie. Sie müssen natürlich einfach schauen, wo Sie es einsetzen und dementsprechend Ihre Variante wählen. Entweder die 19% Mehrwertsteuervariante oder auch mit der 0% Mehrwertsteuervariante. Das wäre dann in dem Fall die Bestellnummer, die MW 1061.
und die 569. Und natürlich haben wir auch da den TV-Sonderpreis für Sie. Also am besten nicht mehr lange zögern, denn die Nachfrage ist auch schon sehr gewachsen. Kann man natürlich verstehen, gerade jetzt in der heutigen Zeit. Und jetzt haben wir hier noch was richtig Cooles, auch wieder eine Kombination für Sie. Auch das ist bei unseren Pearl-TV-Zuschauern sehr beliebt. Ja, wir haben eben von einem Rechner, von sogar großen Gartengeräten gesprochen. Jetzt sprechen wir mal schon fast, sage ich mal, von egal, was ich anschließe, ich kann das hier anschließen. Ist im Prinzip das Gleiche. Sie kriegen ein Solarpanel, was Sie fest installieren können, und einen Stromspeicher. Sie sehen, das ist ein bisschen größer. Das liefert Ihnen jetzt 240 Watt an Strom. Das heißt, je größer das Solarpanel ist, desto mehr Strom kann ich natürlich auch erzeugen. Auch das wird mit einem Kabel ganz einfach in diesen Energiespeicher reingesteckt, und in dem Moment habe ich meine Solaranlage in Betrieb. Dieses Kraftpaket, wir haben ja eben schon einen Energiespeicher gehabt, dieses Kraftpaket hier liefert Ihnen noch mal mehr Strom, und zwar bis zu 2200 Watt. Und ich habe mal bei mir zu Hause geguckt, ich habe den Herd, das ist das einzige Gerät, sonst kann ich wirklich alles dran anschließen. Ich kann sogar eine Mikrowelle anschließen, ich kann einen Haartrockner anschließen, ich kann sämtliches Werkzeug, was ich habe, anschließen, also die ganz großen Stromfresser. Und das jetzt eben hier mit Solarenergie, das ist einfach fantastisch. Und auch das ist hier wieder eine unglaublich gute Gelegenheit für Sie, hier auf diesen Energiewendenzug aufzuspringen, weil Sie jetzt hier mit dieser Anlage, mit dem großen Solarpanel und dem großen Stromspeicher richtig viel Strom erzeugen können. Und das eben auch nicht nur tagsüber, wenn die Sonne scheint, sondern eben auch, weil das so einen großen Speicher hat, auch nachts im Dunkeln hier mit diesem Kraftpaket. Also es ist wirklich eine Schönheit, dieses Kraftpaket hier. Wir haben auch vorne am Display, sehen Sie, sehr aussagekräftige Informationen dran. Das finde ich auch so. Wenn ich sowas schon habe, dann will ich auch sehen, was so passiert, ne? Und das ist hier sehr, sehr einfach gemacht, sehr schön gemacht, übersichtlich. Wir sehen hier, wie viel Strom entnommen wird. Wir sehen hier auf der Seite, wie viel Strom gerade dazugefügt wird. Ob das jetzt Solar ist oder übers Netzkabel. Hier in der Mitte sehe ich, wie voll es ist. Natürlich eine Füllstandsanzeige, aber ich kann auch, ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen sehen kann, kann ich sehen, wie lange laufen die Geräte noch mit dem Speicher, den ich hier drin habe, die gerade angeschlossen sind. Und ich kann sehen, wie lange dauert es, bis es wieder komplett aufgeladen ist. Das ist eine ganz gute Information. Wir kriegen immer Fragen. Sag mal, wie lange dauert das denn, bis unsere Speicher wieder aufgeladen sind? Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt davon ab, wo Sie wohnen, welchen Breitengrad, wie viel Sonne Sie haben. Mit der Anzeige kann ich das jetzt ganz genau sehen. Richtiges Strommanagementsystem, was wir hier vor uns haben. Ja, und auch hier siehst du wieder, wir haben so viele Anschlussmöglichkeiten. Wir haben USB-C, den normalen USB, 12 Volt und zwei 230 Volt Steckdosen. Lass uns mal über Stromsicherheit sprechen, weil da sind wir jetzt wirklich in einem Bereich, wo ich mich im Falle eines Stromausfalls auch lange über Wasser halten kann. Im Prinzip auch wieder endlos, weil ich lade mein Gerät ja immer wieder auf durch Tageslicht. Und ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, jetzt am Wochenende, am 15. werden, glaube ich, die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet in Deutschland. Ja, in wenigen Tagen schon. Und das ist eine Sache, da machen sich Experten auch schon Sorgen. Ist, dass dann diese Stromsicherheit eben nicht mehr da ist. Dass dann eben tatsächlich mal passieren kann, gerade jetzt im Sommer, wenn viel Strom verbraucht wird, dass es da zu Ausfällen kommen kann. Und wir haben hier eben mal einen Artikel vom Tagesspiegel, ist also auch eine renommierte Zeitung, die das eben hier behandelt. Das ist für viele auch ein Grund, das zu holen, weil jetzt kann ich, wenn kein Strom da sein sollte, mich selber über Wasser halten. Ich habe jetzt hier eine Steckdose, auf die ich mich verlassen kann, egal was um mich herum passiert. Zusätzlich natürlich zu den enormen Strompreiseinsparungen, die wir hier dadurch gewinnen, dass wir den Strom praktisch umsonst erzeugen. Ja, so. Jetzt weiß ich natürlich auch aus Gesprächen mit guten Freunden, jetzt auch am letzten Wochenende noch, dass dieser Blick nach draußen, jetzt wo die Sonne mitunter schon mal kommt, natürlich ein bisschen trügerisch ist. Ja? Wie ist immer so in den Wintermonaten, Dezember, Januar, Februar, war das Thema mit der Stromsicherheit, mit eventuellen Brownouts und Blackouts und was da so alles in der Presse dann also auch behandelt worden ist, natürlich ein sehr präsentes Thema. Jetzt der Blick nach draußen, so in die Frühlingssonne hinein, suggeriert einem natürlich, das Thema haben wir jetzt zunächst einmal hinter uns, und ich würde mir wünschen, dass es auch de facto so wäre. Jetzt kommt das Thema mit der Abschaltung der Atomkraft.
Atomkraftwerke, mit den erneuerbaren Energien sind wir schon einen guten Schritt vorangekommen, aber immer noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollen. Das heißt, das Problem ist nur bedingt de facto gelöst. Und wenn man da ganz einfach mal auf Nummer sicher gehen möchte und einfach kein Risiko eingehen will, ähnlich wie mit Versicherungen beispielsweise auch, man hofft ja, dass nie was passiert, aber wenn was passiert, ist man entsprechend darauf vorbereitet. Genau so sehen das viele unserer Kunden eben auch mit einer solchen Photovoltaikanlage, und von nichts anderem sprechen wir, von einem Stromspeicher mit einem richtig ausgeklügelten Strommanagementsystem, auf einen Blick locker ablesbar und natürlich dann hier auch noch das entsprechende Solarpanel. Jetzt haben wir hier noch ein fantastisches Angebot für Sie, denn normalerweise ist das ein richtig kostspieliges Vergnügen, der Stromspeicher und das Solarpanel in der Kombination. Wenn man so möchte, gibt es das Solarpanel bei diesem aktuell begrenzten Angebot schon fast quasi geschenkt dazu. Ja, Sie sehen, es ist fast der gleiche Preis von dem Speicher alleine und dem TV-Sonderpreis, den wir Ihnen jetzt anbieten, hier zusammen mit dem 240 Watt Solarpanel bei der 0% Mehrwertsteuervariante. Und das ist wirklich was Besonderes, das ist was ganz, ganz Interessantes für viele unserer Kunden, für Sie vielleicht auch, dass Sie genau jetzt eben diesen TV-Sonderpreis bekommen. Wir haben alles ab Lager lieferbar. Auch das ist nicht normal, wenn Sie mal rumgucken, was Solaranlagen im Moment für Lieferprobleme haben. Es liegt an den Solarzellen, es liegt an den Wandlern und so weiter. Mit diesen ganzen Bauteilen brauchen Sie sich nicht zu beschäftigen. Sie bekommen alles komplett. Sie bekommen das Solarpanel, was einfach vorne reingesteckt wird, und Sie haben Ihre eigene Solaranlage mit Speicher. Ja, und ich bin ganz fasziniert hier von diesem Angebot und natürlich auch vom TV-Sonderpreis. Also das lohnt sich jetzt richtig. Am besten nicht lange zögern und direkt bestellen. Sie schauen natürlich auch wieder, wo Sie hier diesen Stromspeicher und das Solarpanel einsetzen. Und dementsprechend wählen Sie dann Ihre Variante entweder mit der 19% Mehrwertsteuer oder mit der 0% Mehrwertsteuer. Und in dem Fall wäre das dann die Bestellnummer für diese wunderbare Kombination, die MBC03 und die 569. Und wir stehen hier auch schon bei unserem nächsten Vorteilspack für Sie. Auch das ist ein richtiges Highlight, weil wir haben hier einen unfassbar leistungsstarken Stromspeicher für Sie mit ganz vielen 230 Volt Anschlüssen, mit 5 Stück sogar, und natürlich auch unserem riesengroßen Solarpanel. Also wenn Sie vielleicht noch ein bisschen mehr machen wollen, dann ist das hier jetzt Ihr Vorteilspack. Ja, das ist das, was Sie bekommen. Sie bekommen diese beiden 150 Watt Solarpanel, also insgesamt 300 Watt, die Sie hier maximal erzeugen können, und unseren größten und leistungsstärksten Stromspeicher. Das ist im Prinzip schon sensationell. Wir haben den jetzt seit einer Woche ab Lager lieferbar. Es waren bis dahin sämtliche Vorbestellungen, haben die Lieferung, die wir bekommen haben, schon ausverkauft. Ja. Jetzt haben wir großzügigst eingekauft und haben tatsächlich noch einige hier ab Lager lieferbar. Ich sag mal was zu dem Stromspeicher. Das ist eigentlich unglaublich. Das ist im Rahmen, also im gleichen Jahr, in den gleichen Werten wie jetzt ein Notstromaggregat. Das heißt, ich kann hier Strom erzeugen bis zu 3600 Watt. Hast du gerade 3600 Watt gesagt? Ich habe 3600 Watt gesagt. Das ist die gleiche Menge Strom, die ein normaler Stromkreis bei dir zu Hause an Strom zur Verfügung stellt. Und das hast du jetzt in kleiner, mobiler Form, die du drinnen betreiben kannst, ohne Benzin reinzufüllen, ohne Abgase, ohne Lärm. Das ist ein Stromspeicher, der im Rahmen eines Notstromaggregats, also in den Werten eines Notstromaggregats arbeitet. 3600 Watt, wir haben knapp 3250 Wattstunden Strom drin. So viel Power hat dieser Stromspeicher. Du hast es gesagt, wir haben 5 Steckdosen hier unten, die wir alle gleichzeitig benutzen können. Jetzt ist das ein ganz schöner Oschi. Haben Sie gar recht, aber auch der lässt sich ganz einfach transportieren. Schauen Sie mal, der hat diese Trolley-Funktion. Das heißt, ich kann den jetzt ganz einfach hin und her bewegen noch dazu. Das ist das Faszinierende hier, dass da wirklich an alles gedacht wurde. Ganz einfach lässt sich der jetzt wie so ein Koffer. Zack, komm her. Das ist super. Der wiegt 40 wirklich Kilo. Wirklich wie ein Koffer, der ist ja super leicht. Ja, ist leichter als dein Reisekoffer, wenn du verreist. Ich glaube auch, Cool. Aber so macht es die ganze Geschichte doch wirklich mal mobil. Wenn ich da jetzt mitunter an die Benzingeneratoren denke, die ja nur auch recht praktisch sind, die man aber de facto wirklich nur im Außenbereich betreiben kann, weil sie Abgase produzieren, weil sie natürlich Lärm verursachen, das ist ein Verbrennungsmotor, habe ich doch jetzt hier wirklich mal eine brauchbare Energiereserve, also auch mal für den Innenbereich, die ich genau dort platzieren kann, wo ich den Strom ganz einfach brauche.
Jetzt gibt es bei diesem fantastischen Gerät natürlich nicht nur die insgesamt 5x230-Volt-Steckdosen. Das ist mit Abstand unser Spitzenreiter im Bereich der Energieversorgung über eine klassische Schuko-Steckdose. Jetzt hat dieses Gerät ja auch noch diese tolle Notstromfunktion. Wenn mal wirklich der Strom vom Versorger ausbleibt, sollte es mal zu einem Stromausfall kommen, sei es jetzt kontrolliert oder mitunter auch mal unkontrolliert, habe ich doch hier tatsächlich mal ein Gerät, was direkt diese Stromweiterversorgung nahezu unterbrechungsfrei garantiert. Ja, das ist auch was Tolles hier. Das ist was ganz Neues, dass wenn wir den jetzt an einer Steckdose hängen haben und ein Gerät da vorne anschließen, sagen wir mal einen Gefrierschrank, ja. Ne? Plötzlich ist da wird der Strom ganz normal durchgeschleift, sage ich mal, ohne dass der Strom hiervon benutzt wird. Aber wenn es dann Stromausfall geben sollte, springt der innerhalb von 10 Millisekunden rein und liefert Ihnen weiter Strom. Die Anwendungsgebiete für dieses Gerät sind so vielfältig. Sie können den, ich mache mal ein Beispiel. Du kannst den bei dir in die Garage stellen, legst dann Kabel nach draußen, du kriegst auch ein 5 Meter langes Kabel, schließt diese beiden Solarpanel an. Das ist eine ganz einfache Steckverbindung. Nochmal, Sie brauchen kein Solartechniker dafür zu sein. Und dann hast du hier einen kompletten Stromkreis bei dir in der Garage. Du kannst dann da im Prinzip wirklich alles machen, was du zu Hause bei dir zum Beispiel in der Küche machen würdest. Ja. Und du hast nicht nur jetzt also die enorme Stromersparnis, weil diese Geräte kosten ja nichts im Betrieb. Ob das jetzt eine Waschmaschine ist oder ein Trockner. Ja. Die brauchen ja richtig Strom, wenn sie die einmal laufen lassen. 5, 6, 700 Watt? Ja, da kannst du, also ich habe mal bei mir nachgemessen, 40 bis 60 Cent pro Waschgang. Überleg mal. Und das ist ja nicht nur eine Maschine pro Woche. Das ist ja nicht nur eine Maschine. Das sind 5, 6 Maschinen pro Woche. Rechnen Sie das mal auf den Monat, aufs Jahr um, was da zusammenkommt. Nur für den Strom bei solchen Geschichten. Aber dann hast du mal eine Maschine Kochwäsche, die läuft 3 Stunden. Da kommst du mit 60 Cent nicht ganz hin. Wahrscheinlich nicht, ja? Ne? Ja. Aber das sind so Sachen, weißt du, ich erzeuge jetzt meinen eigenen Strom oder hier mal im Gartenhaus irgendwo angebracht, dann kann ich meine Außenbeleuchtung dran laufen lassen, meine Teichpumpe, meine Gartengeräte. Wenn ich dann mal meine Heckenschere nehme, dann schließe ich die da ganz einfach an. Wir haben eine ganz interessante Zuschrift bekommen von einem Kunden, der hat auch so eine Garage gehabt, wo er das eben eingebaut hat und hat sich dann da so eine Art Spielzimmer draus gemacht. Eine fette Stereoanlage, ein Beamer, eine Modelleisenbahn und eine Autorennbahn. Oh. Hat er sich alles da reingebaut. So, und den Strom brauchst du jetzt A, nicht zu bezahlen, ja, und B, hattest du da vorher gar keine Steckdosen. Das ist ja immer die Krux bei der ganzen Geschichte. Lehnen Sie mal in einen nachträglich eingebauten Carport oder sowas, lehnen Sie da mal eine Steckdose hin. Ja? Ja. Da müssen Sie also Boden aufstemmen und, das ist ein Riesentamdam. Jetzt kannst du den Strom ganz einfach dort hinstellen, wo du ihn brauchst. Ganz genau. Und dann entsprechend auch verbrauchen. Und du hast zusätzlich noch die Sicherheit, wenn es Stromausfall geben sollte, hast du hier einen kompletten Stromkreis, den du weiter benutzen kannst. Ganz egal, was außenrum passiert. Du kannst hier weiter dein Licht betreiben, deinen Fernseher betreiben, deinen Router betreiben, deinen Kühlschrank betreiben, kannst dir sogar noch in der Mikrowelle was zu essen machen. Es ist ein kompletter Stromkreis, der jetzt plötzlich da ist, wo vorher kein Strom war, auf den Sie sich hundertprozentig verlassen können. Jetzt reden wir natürlich die ganze Zeit von dem festen Einbau. Fester Einbau bedeutet, Sie können die Solarpanels fest am Haus integrieren oder eben an angrenzenden Gebäuden. Das kann mal ein Gartenhäuschen sein, ein Carport, eine Garage, was auch immer Sie da auf Ihrem Grundstück zur Verfügung haben. Der Stromspeicher an sich ist natürlich im Rahmen Ihres Grundstücks dann also auch mobil einsetzbar. Und wo wir gerade von mobil sprechen, wenn die Variante mit 19% Mehrwertsteuer im Rahmen des Jahressteuergesetzes für Sie in Frage kommt, ist natürlich beides, sowohl das erste Gerät, was wir Ihnen vorgestellt haben, genauso wie dieses auch mobil einsetzbar. Und da haben wir jetzt viele Kunden, die sagen, Mensch, ich habe jetzt hier Pfingsten wieder vor der Nase, da sind wir wieder mit dem Wohnmobil unterwegs, da möchten wir ganz gerne auch mal eine zuverlässige Stromversorgung haben, um quasi den Luxus eines Fernsehers, eines Kühlschranks, eines Bügeleisens oder was auch ganz einfach eben auch mal mobil zu haben, dann ist natürlich auch das ohne weiteres mobil einsetzbar. Denken Sie bitte dran, dass das dann mobil eingesetzt oder natürlich auch gewerblich dann entsprechend die 19%ige Mehrwertsteuervariante darstellt. Das ist in diesem Fall die ZX3407 und die 569 fest eingebaut, das heißt die Solarpanel fest an Gebäuden integriert, wäre das die 0% Mehrwertsteuer und das hat aktuell die Bestellnummer MW1113 und die 569. Und auch wenn wir großzügig eingekauft haben, haben uns die letzten beiden Lieferungen, die hier bei uns im Hause angekommen sind, gezeigt, dass da die Nachfrage enorm ist aktuell, nicht nur wegen der gestiegenen Strompreise, sondern natürlich auch wegen der gesicherten Stromversorgung. Greifen Sie deswegen möglichst bald zu und haben Sie viel Freude damit.